7 Meilen, dann zweigt linker Hand einen Feldweg ab. Eine günstige Abkürzung, die direkt nach Gönningen führt. Danke. Oh. Oh nein. Was ist denn? Ach, Kind. Du tätest besser daran, die Flickwäsche zu erledigen. Die Müllerin wartet schon seit 2 Tagen darauf. Ach, Mutter. Was interessiert mich denn die Flickwäsche? Wo ich doch in 10 Tagen die Gattin des reichsten Samenhändlers in Gönningen werde. Noch ist er der Sohn des reichsten Samenhändlers. Aber du hast recht. Es wird Zeit, dass du endlich aus dieser Armut herausheiratest. Schau mal, wer da kommt. Der Helmut. Helmut? Oh. Mutter, rasch. Halt ihn auf. Er darf mich so nicht sehen. Seraphine näht an ihrem Brautkleid. Unglück bringt's, wenn man das Hochzeitskleid sieht, bevor es die Braut am Altar trägt. So denken nur die Katholen. Und die Hexen. Nimm dich in Acht, du Lästermaul. Gelobe Besserung. Weiß ich noch nicht. Heute Abend wird es etwas laut werden. Wegen der Samenhändlerversammlung. Samenhändler? Ja, ja. Sind wir alle samt hier in Gönningen. Vom Viertel bis zum Bürgermeister. Kennen Sie denn den Samenhändler Kerner? Den Gottlieb, den Valentin oder den Helmut? Helmut. Der Helmut. Der ist gestern erst mit seinem Bruder Valentin heimgekehrt. Er hat's wahrscheinlich eilig gehabt. Wo ihm doch bald die Hochzeitsglocken läuten. Hochzeitsglocken? Ja, ja. Wundern tut es keinen. Seit Kindheit sind die füreinander bestimmt. Ein schönes Paar ist das. Der Helmut und die Seraphine.
kommen nie durch die Tagesordnung, wenn nach jedem Punkt eure Privatdiskussionen beginnen. Der Kerner hat recht. Dann halt dein Maul und lass ihn reden. Wir zum Beispiel haben den Winter über das Gewächshaus und einen nicht unerheblichen Teil unserer Felder Versuchen und Experimenten gewidmet. Ah, die Kerners können sich so ein finanzielles Risiko leisten. Du redest um den heißen Brei, Gottlieb. Ja, genau. Sag endlich, worum es geht. Sind Sie auf der Durchreise? Verdammt, seht ihr denn nicht? Ob Sie auf der Durchreise sind? Weiß ich nicht. Wenn wir es nicht tun, dann tun es die anderen. Dumm aus der Wäsche gucken werden wir, wenn wir Jahr ein, Jahr aus nur die alten Samenstriche abklappern. Auf unsere Stammkunden ist Verlass, weil sie uns vertrauen. Aber die werden nicht jünger. Wir müssen jetzt versuchen, die nächste Generation an uns zu binden. Mit neuen Ideen für ihre Gärten und Anwesen. Passt das in eure Schäden? Der Gottlieb und seine Sprösslinge, das sind begnadete Samenhändler und Züchter. Schon seit 5 Generationen. Jetzt planen sie für die nächste Generation. Aber wenn Samen keimfähig ist, das sehen die mit dem bloßen Auge. Jetzt ist es eine Sache der Erfahrung und des Vertrauens zwischen Gärtner, Händler und... Dem lieben Gott. Ja, der Glaube hilft. Können Sie mir einen Gefallen tun, bitte? Solange ich später nicht beichten muss. Hier, für Helmut. Was machst du hier? Du weißt doch, die Leute, es wird geredet. Hast du mit dem Pfarrer... Ich krieg ein Kind. Ich krieg ein Kind. Bist du sicher, dass ich... Du weißt doch, dass du der Erste warst. Auch der Letzte? Anna! Hanna! Dass du dich nicht schämst. Verlobt. Und mir ein Kind machen. Ich weiß. Und es war ja nicht der Unfall einer Nacht. 5 Tage und Nächte haben wir uns geliebt. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Ich habe mir das nicht eingebildet. Nein, hast du nicht. Die Wahrheit hättest du mir sagen müssen in München. Dann hätte ich mir auch nicht diese kindischen Hoffnungen gemacht. Hanna, jetzt lauf doch nicht weg. Es ist meine Sache. Ist es nicht. Vater, dich freuen. Und? War die kleine Eroberung es wert? Ja. Was ist mit Sera? Was soll sein? Ein Mädchen zu haben wie die Seraphin, so schön, zartfühlend und schutzbedürftig. Lass gut sein. Da sitzt diese Hanna im Gasthaus. Und das halbe Dorf weiß... Weißt du was? Na, sag schon. Dass sie schwanger ist mit deinem Kind. Da wissen sie es eben. Helmut, sollen unsere Eltern oder noch schlimmer die arme Seraphin deine Eskapaden vielleicht am Stammtisch oder auf dem Markt erfahren? Kann es sein, dass du dir mehr Sorgen um Seraphin machst als um mich? Du mochtest sie schon immer, nicht wahr? Ich bitte dich. Sie ist dein Mädchen. Ich habe mich entschieden. Und einfach mache ich es mir bestimmt nicht.
kannst dir bestimmt vorstellen, wie schrecklich das ist, was du mir da antust. Aber irgendwie werde ich es überwinden müssen. Du und ich, wir schaffen das. Du wirst diesem Kind ein guter Vater sein. Alles Glück der Welt wünsche ich dir, Helmut. Das weißt du doch. Das ist sehr lieb von dir. Und mehr, als ich erhoffen durfte. Ich werde dir immer dafür dankbar sein. Ich werde sie umbringen müssen. Sarah, reiß dich zusammen. Du kannst es doch nicht mehr ändern. Komm du mir nicht mit deinen Ratschlägen. Wer hat denn immer gesagt, mach dich kostbar? Sag nein, wenn er versucht, dich umzukriegen. Sie hat nicht nein gesagt, diese Münchnerin. Und was ist jetzt? Es tut mir leid. Sie wird er heiraten. Und sie wird ihm ein Kind gebären! Muss zurück. Zu den Eltern. Ich muss ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Und du kommst mit. Du hast dich also entschieden, der Umstände wegen diese Frau zu heiraten? Ja. Nein! Unmöglich. Gottlieb, das wirst du nicht zulassen. Das gab es noch nie in Gönningen. Wie viel kostet es, wenn Sie hier wieder verschwinden, Fräulein? Mutter! Ich will... Mein Vater hat eine gut gehende Wirtschaft in München. Die werde ich eines Tages erben. Na, umso besser. Trotzdem werden sie so schnell wie möglich hier verschwinden. Und du wirst die Serafina heiraten, genauso, wie es ausgemacht ist. Dafür ist es jetzt zu spät. Die da ist eine dahergelaufene Fremde, die sich hat schwängern lassen. Katholisch noch dazu. Und du bist dir deiner Gefühle zu Hannah gewiss? Gefühle hin oder her. Es geht um unseren Namen. Und um ein Leben. Wir Gönninger wissen, was es bedeutet, seinen Samen auszustreuen. Man übernimmt die Verantwortung dafür. So ist es beim Pflanzlichen und beim Menschlichen. Und deiner, mein Sohn, hat angeschlagen. Von nun an sorgst du dafür, dass er gedeiht, und zwar unter den besten Bedingungen, was unbestritten die Ehe ist. Gottlieb! Und du, Wilhelmine Kerner, hältst ausnahmsweise mal deinen Mund. Thank you.
Rotters Brautpaar. Rotters Brautpaar! Bist du so glücklich, wie du es dir erhofft hast? Ja, bin ich, Vater. Schade, dass deine Mutter das nicht mehr erleben durfte. Ja. Aber jetzt wollen wir nicht traurig sein. Es ist so ein schöner Tag. Ja. Pass auf meine Hanna auf. Sie ist mir das Kostbarste auf Erden. Bei mir ist sie in guten Händen. Werden. Ich werde Helmut nie loslassen. Niemals. Er ist mein. Emma! Emma! Seraphim! Könntest du Valentin bitte diesen Brief von mir überbringen? Valentin? Aber ja doch. Vielen Dank. Bitte nicht vergessen. Lieber Valentin, so gern würde ich dich sehen und sprechen, noch heute Nacht. Die Gelegenheit scheint günstig. Mutter ist außer Haus. Ich erwarte dich. Allein. Seraphim. Seraphim. Und wo ist Valentin? Er wird halt mit seinem Freund noch ein Bier trinken. Komm her. Schämst du dich nicht, Valentin? Schämst du dich nicht, die Enttäuschung von meinem armen Kind so derart auszunutzen? Entschuldigen Sie diese Unannehmlichkeit, Emma. Nichts aber. Ich hoffe, dass du dich wenigstens jetzt so benimmst wie ein anständiger Mann.
Gib mir mal die Marmelade. Was ist los, Bruderchen? Du scheinst unsere Hochzeit ja sehr gefeiert zu haben. Ja. Darüber will ich mit euch reden. Meine Hochzeit. Ich werde auch heiraten. Du bist was? So plötzlich? Wen willst du denn heiraten? Serafin. Ja. Ja, die Serafin. Das soll doch wohl ein Witz sein. Bei dir ist es Liebe und bei mir soll es nur ein Witz sein? Aber das meinst du doch nicht ernst. Doch, ich meine es ernst. Ich mochte die Sera schon immer, mehr als du. Hört auf mit dem Unsinn. Gestern Nacht, da bin ich zu ihr und dann ist es eben passiert. Sera und ich. Wie bitte? Das kann dir doch jetzt egal sein. Du hast mit der Serafine in der Hochzeitsnacht deines Bruders, der bis vor zwei Wochen mit dem Mädel verlobt war? Sag, dass das nicht wahr ist. Doch, Vater, es ist die Wahrheit. Genauso ist es passiert. Und ihre Mutter hat uns dabei erwischt. Kommt, gütiger Gott. Das halte ich nicht aus. Nicht noch einmal so eine Schande. Was werden die Leute sagen? Ach, da kommen Sie. Vielen Dank, Herr Pfarrer. Ich hoffe, die Messe hat Ihnen gefallen. Das freut mich. Gottes Segen. Alles Gute, Serafin. Viel Glück. Vielen Dank, Anna. Aber das Glück habe ich doch schon, da ich Valentins Frau bin. Jetzt sind wir fast wie Schwestern. Wir leben alle unter einem Dach und werden uns alles teilen. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Wir sehen uns doch jetzt jeden Tag, Helmut. Das ist doch ein großes Glück, nicht wahr? Meine Braut. Und das ist eine Winteralster. Ein Chrysanthemum Indico-Mischling. Gehört zu den Korbblütlern, ist eine einjährige herbstliche Schnittblume und es gibt sie in 20 Farbnuancen. Und der passende Samen dazu? Der hier. Hm? Sehr gut. Kann ich dir helfen, Hanna? Schon gut. Sie sollte wirklich nur leichte Arbeit machen. Da hat sie recht. Du solltest wirklich vorsichtig sein. Danke. Willst du mir noch mal die Soße mitgeben? Was wird denn hier gefeiert? Ich habe mir erlaubt zu kochen, Mutter. So, einen Schweinebraten. Mitten in der Woche. Ist eine Sünde, wenn man derart aufhausig tafelt. Liebe geht durch den Magen. Köstlich. Hm. Eine Graubensuppe hat's auch getan. Uns schmeckt's. Nun setz dich, Wilma. Sei froh, dass Hanna uns so gut versorgt. Noch eine Scheibe Braten? Gerne, Hanna. Was machst denn du im Konto? Die Chronik der Samenhändler ist mir beim Abstauben aufgefallen. Ich habe den Vater um Erlaubnis gefragt. Wozu denn das? Um das Geschäft zu verstehen. Und lernen tut sie schneller als ein Zirkusäffle.
weil sie uns unentwegt Löcher in den Bauch fragt. Eine Frau schaut nach ihren Kindern, hält ihren Haushalt in Stand und betet für ihre Familie. Das Geschäft überlässt sie den Männern des Hauses. Du hast ja recht. Aber wenn sie ein Interesse am Geschäft hat, die Zeiten haben sich geändert, Wilma. Es wird ja immer besser. Die ganze Familie gegen die Mutter aufhetzen. Tja, mit den Männern, da kann sie es. Weißt du, Mutter, bei uns zu Hause war man zwar arm, aber man war wohlgelitten, bis sie mich herumschikaniert. Das hast du nicht verdient. Sie ist so gemein zu mir, Mutter. Aber ich wollte nie etwas sagen, schon um des häuslichen Friedens willen. Sie macht nur das, woran sie Interesse hat. Männerarbeit im Garten und im Kontor. Dann schiebt sie wieder ihre Schwangerschaft vor. Sie müsse sich schonen. Und hinterrücks beschwert sie sich bei Helmut über mich. Und sogar bei meinem Valentin. Ungeheuerlich. Und das in meinem Haus. Diese scheinheilige Getue. Aber nicht mit mir. Ist das nicht zu anstrengend? Küss mich mal, Ehemann. Du hast Schmerzen. Das sehe ich doch. Es ist nur das Ungewohnte, bitte. Ich will hier draußen arbeiten. Ich will euer Geschäft verstehen. Und es ist mir gleichgültig, was deine Mutter davon hält. Nur im Moment ist es am wichtigsten, dass das Kleine gesund zur Welt kommt. Ein Mann hat recht. Ich glaube, im Haus bist du besser aufgehoben, hm? Bis das Kind geboren ist. Lieb, dass ihr euch sorgt, aber es geht schon. Ich habe selbst zwei Kinder zur Welt gebracht. Hm? Geh ruhig, sei bitte Rosa behilflich beim Zwetschgensteinen. Da kannst du sitzen und dich schonen. Findest du nicht auch, dass Hera gut malen kann? Ja, wunderschön. Und sie hat so zarte Hände und ein Gesicht wie aus Elfenbein. Was ist denn? Bist du verärgert? Nein. Das ist der letzte Leib, dann kann Seraphine die Brote in den Ofen schieben. Wie ist mit Valentin in der Theatervorstellung? Ach so, na dann mache ich das eben. Gut. Ach, versuch doch dich nicht mit Mutter zu streiten. Was? Ich? Ihr beide. Wer streitet? Niemand, Vater. Komm. Was hast denn du für dicke Finger? Ja, sie sind geschwollen, schrecklich. Ich habe für gewöhnlich ganz schmale Hände. Zeig mal her. Ah, das war bei mir damals auch so. Mit Valentin. Ich mache dir einen Brennnesseltee. Der treibt das überflüssige Wasser aus dem Leib. Mutter, können wir nicht Frieden schließen? Das war ganz wundervoll, das Theater. Romeo und Julia. Das endet doch so tragisch, oder? Milde ausgedrückt. Sie stirbt den Scheintod, er vergiftet sich, sie ersticht sich mit seinem Dolch. Sie will mit ihm für immer vereint sein. Bis in alle Ewigkeit. Romeo. Wo ist mein Romeo? Julia soll mit einem anderen Mann verheiratet werden. Aus Verzweiflung nimmt sie einen Schlaftrunk, der sie wie tot erscheinen lässt. Romeo sollte informiert werden. Doch als er am Rendezvous eintrifft, findet er seine scheinbar tote Julia. Verzweifelt vergiftet er sich. Ein Trank wirkt schnell. Und zu einem Kusse sterbe ich. Doch Julia erwacht. Sieht ihren geliebten Romeo tot neben sich liegen. Sie küsst ihn ein letztes Mal. Und er sticht sich dann mit seinem Dolch. Was ist? Jemand gestorben? Mein Gott, Seraphine! Du hast um mich gebangt. Ich wusste es doch. Es reicht, Seraphine. Nichts wusstest du. Komm jetzt. Ja, ich mache jetzt dann Brennnesseltee.
falsch. Sie schmeichelt sich bei Mutter ein und macht mich unentwegt schlecht. Gib ihr halt ein wenig Zeit. Wie geduldig du bist. Du weißt, dass sie dich liebt, Helmut? Und ich liebe dich. Wenn das Kind erstmal da ist, dann... Ja, Hanna. Wenn das Kind erstmal da ist, wird alles nur noch schlimmer werden. Jedenfalls solange wir hier alle unter einem Dach wohnen. Was redest du denn da? Wo sollen wir denn hin? In ein eigenes Heim. Das eigene Zuhause. Sich endlich frei bewegen können, ohne ständig andere Empfindlichkeiten ausweichen zu müssen. Nur du und ich und das Kind und ein Hund und eine Katze und eine Ziege. Eine Ziege? Vielleicht keine Ziege, aber... Wie stellst du dir das denn vor? Ich habe doch kein eigenes Einkommen. Wie soll ich uns da ein Haus kaufen? Ja, es ist wohl noch nicht an der Zeit. Das machst du wirklich schön. Hast du gesehen, Hanna? Ja, und die Wäsche hätte sie zwischendurch auch mal abnehmen können. Sie versteht nicht, um was es hier geht, Helmut. Bist du bitte so gut? Sarah stellt einen bebilderten Katalog zusammen für die Kunden, damit sie sich einen Eindruck machen können, wie die Samen als Pflanzen oder Blumen ausschauen. Zeig doch mal die anderen Zeichnungen. Gerne, Helmut. Schön, schön. Das wird viel Aufmerksamkeit erregen. Ein großer Aufwand, das gesamte Angebot darzustellen und dann gleich doppelt. Wieso doppelt? Helmut bekommt doch sicher auch so ein Buch. Die sind für Helmut. Hm? Anna! Soll ich die Hebamme rufen? Das ist nicht nötig! Willst du nicht lieber bleiben? Oder du, Wilma? Diese übertriebene Ängstlichkeit. Wir fahren jetzt nach Reutlingen wie geplant. Ihr beide werdet bei eurer alten Tante vorsprechen. Ich hoffe, sie will irgendwann ihre Samenstriche vererben. Jetzt, wo ihr verheiratet seid. Kommt, Kutsche wartet. Soll ich bleiben? Sehr lieb von dir. Danke, Sarah. Wieder nicht so weit ist? Das Kind kommt! Geh schon! Valentinsa Welt kam. Mich halt da bitte raus, Mutter!
Mein armer Schatz. Und alles ganz allein. Nur das Abnabeln hat sie mir übrig gelassen. Die tapfere Mutter. Danke, Rosa. Ich kann ja nichts dafür, dass die Hebamme nicht aufzufinden war. Wer sucht, der findet. Niemand macht dir einen Vorwurf. Sie ist so hübsch. Schaut aus wie du. Wie soll sie denn jetzt heißen? Flora. Flora? Flora soll sie heißen. Das ist doch ein guter Name. Für die Tochter eines Samen. Schöner Name. Arsen? Zur Schädlingsbekämpfung. Genauso wie die Blausäure hier. Wie Bittermandel. Aprikosenkerne. Cyanidhaltig und harmlos in geringen Mengen. Aber als Extrakt wird es zur Blausäure und sehr giftig. Ich muss mit einer neuen Kollektion neue Kunden im Osten Europas gewinnen. In Ungarn zum Beispiel sind Farbe, Größe und Bouquet die wichtigsten Kriterien. Ja, die Ungarn mögen es laut und bunt. Weniger vornehm als die Engländer, nicht so filigran wie die Franzosen. Ich werde euch so vermissen. Ist doch nicht so lang. Und bis du wieder da bist, kümmere ich mich um alles, wenn ich darf. Wenn du vorsichtig bist. In diesem Stadium sind die Pflanzen besonders empfindlich. Ja, ja. Besonders diese hier. In ganz satten Farben. Für meine Budapest-Kollektion. Und wer weiß, wenn ich erfolgreich sein sollte, dann... Was? Dann... Dann was? Ich habe mit Vater vereinbart, dass jeder neue Kunde dort mir gehören soll. Dann können wir unser eigenes Haus kaufen. Flora, hast du das gehört? Wir werden bald ein eigenes Heim haben. Ich werde gut Acht geben auf deine Budapest-Kollektion. Vater? Anna, es ist nach Mitternacht, wenn die kleine Flora weckt dich in aller Herrgottsfrüh. Hier ist ein Anliegen zu den Bestellungen nehmen müssen. Man sollte ein Schreiben aufsetzen. Dann erledige du das nach deinem Gutdünken. Morgen. Jetzt ab ins Bett. Ich habe dem Helmut versprochen, ein Auge auf dich zu haben, solange er die Woche in Quedlinburg ist. Gute Nacht. Sie müssen mir einen Gefallen tun. Es scheint mir dringend. Die Regierung plant ein Hausiererverbot. Ich glaube, das ist von großer Bedeutung für alle Samenhändler. Ich sollte wohl öfter die Zeitung lesen und nicht nur die Bibel. Ich habe einen Brief verfasst. Wenn Sie ihn persönlich einreichen könnten, hätte er sicherlich mehr Gewicht. Mhm. Ich werde mich der Sache widmen und umgehend Einspruch einlegen beim Oberamt in Reutlingen. Haben Sie vielen Dank, Herr Pfarrer. Ganz im Gegenteil, Hanna. Wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, bedeutet das das Ende der Gönninger Samenhändler. Ich kümmere mich drum. Ich verstehe das nicht. Ich habe alles genau so gemacht, wie du es mir gesagt hast. Unmöglich! Nicht bei diesem Ergebnis. Die gesamte Kollektion ist ruiniert. Das war meine Visitenkarte für Budapest. Für uns. Ich weiß, es tut mir so leid. Hast du Dünger mit Unkrauttilger verwechselt? Ich habe Augen im Kopf und ich kann lesen, verdammt nochmal! Vielleicht solltest du dann beim Zeitungslesen bleiben. Und die Botanik den Männern überlassen. Das war mit Sicherheit ein Versehen. Richtig, Hanna? Es war mein Fehler. Ich habe dir viel zu früh zu viel Verantwortung übertragen. Du warst halt noch nicht so weit.
Für kräftigere Farbnuancen nimmt man rostige Materialien wie Nägel oder Hufeisen. Ach, Helmut. Ich kann nicht schlafen. Willst du auch ein Glas Wasser? Ja, gerne. Ich habe die Reklamation aus Freiburg korrigiert. Sie zahlen den strittigen Preis. Und Sie haben uns eine Kiste Wein spendiert. Na prima. Die edle Retterin eurer Geschäfte. Ja, das kann man wohl sagen. Es war eine heikle Geschichte. Und ein sehr guter Kunde. Das sollten wir feiern. Gute Nacht, Serafin. Schläfst du denn nicht? Immer hast du was im Haus zu erledigen. Ich war in der Küche. Immer wenn zufällig auch Helmut da ist. Du bist ja genauso eifersüchtig wie die Schwägerin. Mach mir nichts vor, Sarah. Ich hatte gehofft, das würde sich irgendwann ändern. Valentin muss nächste Woche wegen der Tulpenzwiebel nach Amsterdam. Und ich nach Budapest. Ohne die Budapest-Kollektion? Ja. Das ist das Risiko wert. Mein Samenstrich ist gerade frei geworden. Und eigentlich könntest du mitkommen. Nach Budapest? Geht das denn? Nun ja, bisher hat sich noch kein Weib so weit getraut. Aus Gönningen. Und was machen wir mit Flora? Mutter liebt die Kleine abgöttisch. Und das, obwohl sie von mir ist. Kommst du mit? Die Samenhändler werden euch beneiden um Sarahs Bilder, ne? Und ihre Ziersäckchen. Nehmen wir alle mit nach Budapest. Wer bitte geht nach Budapest? Helmut und ich. Aber du kannst doch hier nicht so einfach weg. Doch, doch. Schon alles geregelt. Und für wie lange? Ab nächste Woche werde ich mich um Flora kümmern. Und auch wieder im Haushalt mithelfen. Hier ist ein Brief vom Oberamt in Reutlingen. Auf den kann ich mir keinen Vers machen. Vom Oberamt? Was steht drin, Vater? Ihre Eingabe vom 8. des Monats betreffend teilen wir mit, dass Ihr Ersuchen bezüglich des Hausierergesetzes zuständigkeitshalber an das Ministerium des Inneren in Stuttgart weitergeleitet wurde. Welches Ersuchen? Ich habe nichts dergleichen unternommen. Na, ich war das. Du? Verflixt und zugenäht, dieses Gesetz wird Instanz sein, ehe dieser Kindergarten hier sich einig ist. Aber wir sind Händler und keine Hausierer. Natürlich nicht. Rein rechtlich aber doch. Wir bieten unsere Ware an wie jeder Kaufmann auch. In den Augen der Obrigkeit sind wir Landstreicher und Taugenichtse. Ihnen kümmert es einen Dreck, wie wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Den Beamten geht es um ihre Einnahmen, ihre Steuern, ihren Zoll.
Nur deshalb wollen Sie das Hausieren grundsätzlich verbieten. Das müssen wir verhindern. Eigens dessen ist der Herr Pfarrer ja nach Reutlingen zum Oberamt. Ja, ich bin in dieser Angelegenheit von Hanna Kerner aufgesucht worden. Wegen dieser Meldung in der Stuttgarter Zeitung. Der Schwiegervater erlaubte mir, mich der Sache anzunehmen, mehr oder weniger. Ohne dich, Hanna, wäre die Sache an uns vorbeigelaufen. Bitte, Vater. Ich habe eine Resolution aufgesetzt, die ich von jedem rechtschaffenen Samenhändler hier kommentarlos unterschrieben haben will. Moment. Er geht nach Budapest. Mit ihr. Womöglich kehren sie mit ihrem eigenen Samenstrich zurück. Dann ist er für immer aus dem Haus. Ich muss das verhindern, Mutter. Sei doch zufrieden mit dem, was du hast, Serak. Nur weil du dich abgefunden hast mit deinem erbärmlichen Dasein, heißt das noch lange nicht, dass auch ich mich zufrieden geben werde. Dein Leben ist doch gut dort. Mit Valentin. Valentin. Mir graust's vor ihm, Mutter. Mich schaudert's, wie er mich annehme, dieser Feigling. Aber zwei Eheleute brauchen Zeit, bis sie vertraut miteinander. Du hast schon lange geheiratet und hast es von Anfang an gewusst. Am genehmsten war dir der Vater doch, wenn er unterwegs war. Nicht in deinem Bett, sondern bei irgendeinem Weib, in irgendeinem Gasthof, wo er unser Hab und Gut verspielt hat. Genug jetzt. Was weißt du schon von Liebe? Von der Liebe, die ich für Helmut empfinde. Ich werde alles dafür tun, um mit dem Mann glücklich zu werden, der mir versprochen war. Du wirst dein eigenes Unheil herbeiführen. Alles. Halt still. Der Arzt sagte, die Wunde muss regelmäßig gesäubert und gewickelt werden. Trotzdem dauert es wohl mindestens 6 Wochen, bis er wieder auf den Beinen ist. Unsinn! Ich muss die Vorbereitung für Budapest treffen! Ah! Helmut, sei doch vernünftig. Hört mal her. Valentin muss wie geplant nach Amsterdam wegen der Tulpenzwiebeln. Aber wir dürfen uns Budapest nicht durch die Finger gehen lassen. Nächstes Jahr wird es zu spät sein. Deshalb sollte ich... Nein! Das wirst du nicht. Wilma, früher... Früher ist nicht heute, Gottlieb. Die Zeiten haben sich geändert. Vater, Mutter hat recht. Wir werden einen Weg finden, der zu unserem eigenen Heim führt. Wir müssen warten, bis... Bis es zu spät ist? Wenn jetzt ein anderer Händler in Budapest Fuß fasst, ist der Samenstrich für uns doch verloren. Es wird andere Möglichkeiten geben. Ich will aber nicht mehr warten. Ich muss hier raus. Bei aller Liebe, Helmut, ich
Ich gehe allein nach Budapest. Auf gar keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Lass es mich doch wenigstens versuchen. Du hast so wenig Erfahrung. Du hast dort weder die Referenz noch das Vertrauen eines einzigen Kunden. Bitte, Anna, sei vernünftig. Bin ich. Liebster Helmut, ich habe beschlossen, die Reise nach Ungarn allein zu machen. Bitte sei mir nicht böse. Entschuldige, wenn ich mich nicht von dir verabschiedet habe, aber du hättest mich sonst zurückgehalten. Ich habe noch so viel zu lernen und trotzdem warst du immer sehr geduldig mit mir. Aber trotzdem, ich hoffe, dass meine Kenntnisse genügend sind, um Erfolg zu haben. Ich werde versuchen, dir zu schreiben, so oft es geht. Küsse immer unsere süße kleine Flora von mir. Und du wirst schnell wieder gesund, mein Liebster. Sei umarmt und geküsst. Deine Hanna. Lässt fragen, wann wir mit dem Mittagessen rechnen können. Deine Mutter hätte sich jederzeit in die Küche bequemen können. Du solltest dich ein bisschen weniger als Helmuts Krankenpflegerin engagieren. Der Rest des Haushaltes muss auch erledigt werden. Ich lasse mir von dir nichts vorschreiben. Übertreib es nicht. Auch meine Geduld hat Grenzen. Gut so? Danke, Sarah. Es ist sehr lieb von dir. Ja, lieb. Das war ich dir einmal tatsächlich. Ist das nicht seltsam? Was? Schon 4 Wochen und immer noch keine Nachricht von Hanna.
Danke. Aber Sie können wirklich erstaunliche Effekte erzielen, einfach indem Sie den Vorplatz bekommen. Wie gesagt, ich bin noch zwei Wochen. Ich koste nichts. Ich bin noch zwei Wochen. Bitte gehen Sie. Lieber Helmut, nach bescheidenen Verkaufserfolgen in den ersten Wochen stoße ich nun in Budapest auf Widerstand. Hausierer sind nicht gern gesehen bei Beamten und Kaufleuten. Die Händler aus den Balkanländern haben das Geschäft hier fest im Griff, weil sie mit Schmiergeldern arbeiten. Ich habe einen Pater um Hilfe gebeten, der bei uns in München oft zu Gast war. Er meinte, wenn ich das Vertrauen des hiesigen Ökonomierats gewinnen könnte, das wäre das Sesam öffne dich zu Budapests feinsten Gärten und Anlagen. Ich muss es versuchen, was bleibt mir anderes übrig? Geht es dir besser? Ich habe so große Sehnsucht nach dir, nach uns und nach Flora. Kuss, deine Hanna. Jetzt wird sie bestimmt schlafen, hat er uns gesagt. Das arme Ding. Ich arbeite seit Jahren mit Händlern meines Vertrauens zusammen und wie Sie sehen, Frau... Kerne, Samenhandlung Kerne aus Gönningen. Ich hoffe, Sie werden nicht allzu enttäuscht sein, wenn Sie diese lange Reise umsonst gemacht haben. Aber wie Sie sehen, alles ist bestens. Sehen Sie sich um. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen widerspreche, verehrter Herr Ökonomierat, aber wirklich bestens ist das hier alles nicht. Mit Verlaub, Sie haben eine so wunderschöne, große Anlage, da sollte... Die Pelargonien haben zu kleine Köpfe. Und grundsätzlich sind die Farben viel zu blass für die Palette des Gesamtbildes. Was schlagen Sie vor? Die Budapest-Kollektion. Was bedeutet das schon? Ein schönes Bilderbuch, hm? Der begabte Künstler sollte die Blumen einfach anpinseln. Und der erste Regenguss wäscht dann alles herunter. Nein, nein. Um ein richtig leuchtendes Rot zu erzielen, braucht es zunächst einmal Eisen. Ich könnte ein Kistchen Nägel vergraben lassen. Eisenextrakt. Gemischt mit einer guten Portion Familiengeheimnis. Sie werden sich nicht einmal bis zum nächsten Jahr gedulden müssen, um die wahre Pracht ihrer Blumen genießen zu können. Und wenn ich in zwei Wochen wiederkomme, wird meine Eisenkur bereits angeschlagen haben. Sie ist sich ihrer Sache wohl sehr sicher. Wenn die Herren mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich habe noch andere Kunden. In zwei Wochen dann. Käse und Schokolade.
Was soll das bedeuten? Dass ich endlich verstanden habe, wie verlogen und durchtrieben du bist. Das muss ich mir von dir nicht gefallen lassen, nachdem ich gerade unser Kind verloren habe. Verloren? Das nennst du verloren? Was bist du denn für ein Mensch, dass du so etwas fertigbringen konntest? Ha? Du bist verrückt. Verrückt nach dir? Blind vor Liebe. Wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Was war unser Kind, Sera? Ich werde die Geschäfte in Amsterdam abwickeln und danach... Danach weiß ich noch nicht, aber hier kann ich nicht bleiben. Meg, kérem! Várjon! Kicsit balra! Jó, jó! Pass auf dich auf, mein Junge. Das sollte reichen fürs Erste. Danke, Vater. Ich schicke ein Telegramm nach Reutlingen, sobald die Geschäfte in Amsterdam in trockenen Tüchern sind. Bruder. Gib acht. Du hast dich damals richtig entschieden. Sei ein guter Mann, deine Hanna. Wenn sie nur endlich von sich hören lassen würde. Kutscher! Zwei Wochen, wo andere zwei Jahre für benötigen. Schauen Sie sich das an. Dieses Rot springt einen förmlich an. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Sie sind eine kleine Hexe mit Ihrem Zauberbeutel da. Das ist keine Hexerei. Das ist einfach nur eine Sache von Erfahrung und Vertrauen zwischen Gärtnern und Händlern. Und dem lieben Gott, natürlich. Dann wollen wir dem lieben Gott zeigen, was wir aus seiner Vorgabe machen können. Hm? Spitzen Sie Ihren Bleistift und dann machen wir einen Rundgang. All das wollen Sie bepflanzen? Danach werden Sie keinen Platz mehr in Ihrem Bestellbuch für andere Kunden haben. Das garantiere ich Ihnen. Ich nehme Sie beim Wort. Das können Sie. Ihre Budapest-Kollektion wird der Neid aller Gärtner Ungarns sein. Geben Sie mir Ihr Bilderbuch. Oh mein Gott, diese Farben! Sie kommen ohne mich zurecht. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Sie haben sich ganz alleine geholfen. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise, Hanna. Wo bleiben Sie denn, Frau Kerner aus Was machst du hier? Endlich können wir wieder zusammen sein, Helmut. Endlich. Du musst dich nicht mehr dagegen wehren. Ich kann das nicht. Und ich will es auch nicht. Was meinst du wirklich? Hanna ist meine Frau. Und ich liebe sie. Ich kann ohne dich nicht sein. Dann ist für dich kein Platz mehr in diesem Haus. Warum hat sie dir denn nie auch nur eine Zeile geschrieben? Sie kommt nicht zurück.
Sie wollte weg von hier, weg von dir, raus aus diesem Haus. Hör auf mit deinen Lügen. Selbst wenn sie in Budapest wäre. Sie läge doch schon in den Armen eines anderen. Genauso wie sie dich damals rumbekommen hat, dieses Flättchen. Gottlieb. Ja. Ich mache mir Sorgen. Warum? Um unsere Familie, um Valentin, um Helmut, um Hanna. Du machst dir Sorgen um Hanna? Ich habe sie ungerecht behandelt. Und konnte nicht sehen, wie fleißig und umsichtig sie war im Haus und im Geschäft. Aus ihr kann eine richtig gute Samenhändlerin werden. Ich wünschte, sie wird bald zurückkommen, damit ich es wieder gut machen kann. Glaubst du, sie kann mir verzeihen? Gottlieb. Ja? Jetzt sag doch auch mal was. Was denn? Du führst doch immer das große Wort. Ich weiß schon, weil ich die Sache und den Geldsack habe. Aber ich hab doch auch nur Bange, dass wir das Beste draus machen aus dem bisschen Zeit, das der Herrgott uns gegeben hat. Wir warten hier, machen uns einen schönen Tag, bis der Helmut aus Reutlingen vom Telegrafen kommt. Dann bringt er gute Nachrichten über unsere Hanna. Dessen bin ich gewiss. Alles wird gut. No. Du hast ja Fieber. Sag Helmut, dass ich da bin. Das geht nicht. Helmut ist auf Reisen. Komm, ich bring dich erst mal ins Bett. Mir Flora? Du bist ansteckend, Hanna. Ich möchte, dass du jetzt den Tee trinkst und schön ausschläfst, damit du wieder ganz gesund wirst. Ja? Ich bin todmüde. Komm. Trinken. Hast du von dem Tee getrunken? Hast du von dem Tee getrunken? Hast du davon getrunken? Nein, Seraphine hat mir Tee. Seraphine? Helmut. Ja, Helmut. Was ist hier los? Ich wollte doch noch. Du schreckst von nichts mehr zurück. Was wolltest du? Was wolltest du tun? Titi. Helmut. Sag es! Was denn um Gottes Willen? Du wolltest dich vergiften. Was? Ich musste es tun. Ich bin die Frau deines Bruders. Ich bin eine Kerne. Ich gehöre hierher. Aus dem Weg schaffen wolltest du sie. Schon damit wir zusammen.
verlasse sofort unser Haus. Verschwinde, Seraphine Schwarze. Verschwinde aus unserem Haus. Verschwinde aus unserem Haus. Bestellt meinem Bruder und der Schwägerin liebe Grüße. Ich schreibe euch bald wieder, euer Valentin. Na, hoffentlich kommt ihr gut an in Amerika. Flora, hast du aufgewacht? Das ist ja wunderbar. Vater, schau, das ganze Buch ist voll mit Bestellungen. Jesus Maria, hier steht's. Sonderklausel im Hausierergesetz. Aufgrund einer Eingabe der Gönninger Samenhändler, verfasst von einer Hanna Kerner, ist bis auf Weiteres der Samenhandel ausdrücklich vom Hausierverbot ausgenommen. Ja, das haben wir alles dir zu verdanken. Nur dir, Hanna. Hm? Was ist? Der Herr Pfarrer wäre da. Soll kommen. Grüß Gott zusammen. Ich habe hier die Stuttgarter Zeit. Ich sehe, Sie haben die gute Nachricht schon erhalten. Hanna, gratuliere. Danke. Setzen Sie sich. Oh ja, sehr gerne. Dankeschön. Oh. Und da sind Bestellungen für mindestens 2 Jahre drin. Wenn nicht mehr. Jetzt kriegen wir unser eigenes Heim. Ostersonntag im Herzkino. In Cornwall erwacht zur Frühlingszeit.